Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, zu meinem neuen Let's Play Projekt, und zwar Resident Evil 2. Ja, liebe Leute, ganz genau, wir haben ja letzte Woche den ersten Teil quasi, ja, erledigt, haben da zum Glück das perfekte Ending gehabt und alle gerettet. Und hier ist jetzt nun der zweite Teil von Capcom 1998. Und ihr seht schon, ich hab's tatsächlich auf Deutsch. Auf Deutsch gefunden. Ja, Leute. Es ist soweit. Ich glaube, ihr könnt euch denken, was uns hier in diesem Spiel erwartet. Und zwar die Fortsetzung vom ersten Teil. Es geht ja hier um diese Umbrella, diese böse, böse Firma, die hier mit ihren Virus-Experimenten spielen. Und genau, beim letzten Mal hatten wir, also im Teil 1 hatten wir ja das unterirdische Labor von denen, die Luft gesprengt quasi und sind da abgehauen. Und genau, Leute, dann würde ich sagen, eine Sache gibt es noch zu sagen, dieses Spiel hat zwei CDs. Das heißt, einmal eine Leon-CD und einmal eine Claire-CD. Und ja, das ist auch so. Ich werde zuerst Leon A durchspielen, weil es gibt zwei Storylines. Leon A und Claire B dann im Anschluss. Also ich werde es zweimal durchspielen. Ganz genau. Ich hoffe, dass das so klappt mit dem Emulator und alles, dass ich dann Claire B kriege. Und genau. Also dann würde ich sagen, starten wir ein neues Spiel auf normal. So sieht's aus. Genießt es, Leute. A bizarre incident occurred in the outskirts of an American suburb called Raccoon City. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T-virus, a mutagenic toxin created by the international enterprise Umbrella Incorporated for use in bioweapon experiments. The Raccoon City Police Department's Special STARS unit immediately began investigation of the affair. The case was apparently closed, thanks to the efforts of STARS members Chris Redfield and Jill Valentine. But the Umbrella Corporation's experiments were far from finished. We got here. That guy's a maniac. Why'd he bite me? Stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. There!
arrived in town, and the whole place went insane. The radio's out. You're a cop, right? Yeah, first day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. Still in one piece. That maniac's gonna ram us! Claire! Leon! I'm okay. Head to the station. I'll meet you there. Okay. Ach, immer wieder schön. Ja, Leute. Wir sind Leon Scott Kennedy. Und ja, ihr seht's, ne? Ich mache jetzt erstmal ein bisschen Pause. Das gerade eben, Leute, dieses Mädchen oder diese Frau, die ihr da gesehen habt, das war Claire Redfield, tatsächlich die Schwester von Chris Redfield, den wir ja am ersten Tag gerettet haben. Und genau, wir sind jetzt hier in Raccoon City, sollen die Lage hier untersuchen. Allerdings, ihr seht schon, es ist alles hier ein bisschen... Oh, scheiße, wartet mal. Ja, ihr seht, wir sind jetzt in der Stadt und hier gibt's kein Auto-Aim. Oh Gott, hier gibt's kein Auto-Aim. Aber wartet mal. Hier an diesen Zombies, die muss ich sowieso nicht platt machen, glaube ich. Ihr seht's, ne? Wir laufen in der Stadt rum. Und das Menü ist jetzt hier. Hier. Nee, hä? Wo ist das Menü? Ah, hier ist es, Leute, auf Kreis. Hier haben wir unser Menü tatsächlich. Und ihr seht's, das Ganze sieht schon ein bisschen moderner aus. Sind Leon S. Kennedy? Haben unser Feuerzeug. Als Spezialitem. Haben das Kampfmesser und eine Knarre mit 16 Schuss. Die können wir auch prüfen. Eine H&K VP70, hergestellt von H&K in Deutschland. Haha. Sie verschießt 9mm Parabellum-Patronen. Standardwaffe, aber ihr seht 16 Schuss, ne? Das ist schon ordentlich. Und wir haben hier eine Karte. Stadtgebiet. Die sieht viel geiler aus, die Karte hier, finde ich, ey. Gut, das heißt, wir müssen uns hier einfach einen Weg ins Polizeirevier durchsuchen. Oh nein, kann ich jetzt hier rein? Ja, kann ich, gut. Ihr seht ja, die Zombies, die sehen viel krasser aus hier. Aber sind doch viel langsamer. Die sind langsamer, die Dinger. Okay, was haben wir hier? Ja, Leute, wir müssen ins Polizeirevier. Wir sind ein... Oh, Cutscene. Who are you? What are you doing here? Hold your fire! I'm a human! Sorry about that. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I don't have a clue. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Ja, wir haben hier einen Barbesitzer gefunden. But you should be safe inside here. I'm keeping a close eye on things. Ja, okay. Wir sollen uns hier umgucken. Dann würde ich sagen, machen wir das doch mal. Kaputt, aber nichts Wichtiges drin. Ach, das ist so nützlich, dass das auf Deutsch jetzt ist. Das ist gar nicht... Ich kann es gar nicht anders sagen. Gibt es mir eine Waffe oder so? Ah, ich glaube, die kriegen wir später. Ja, wir haben ja einen Kiosk. Waffen-Etuis und ähnliches Zeug. Genau, Freunde. Wir sind ja auf dem Weg ins Polizeirevier, ne? Noch mehr nutzloser Kram.
Was haben wir da? Das sind Patronen. 15 Stück. Alles klar, Leute. Papiere datiert auf den 18. September. Sehen ziemlich unwichtig aus. Sehr gut. Dann. Ja, Leon. Oh! Um Gottes Willen! Boah, habe ich mich gerade erschrocken. Muss man die platt machen? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja, weil wir kriegen von dem Typen, glaube ich, eine Waffe. So, haben wir es jetzt bald mal. Hier gibt es kein Auto-Aim, oder? So, ihr seht's, ne, wie viel die aushalten, die Kollegen hier. Ach, Leute! Oder ich weiß es halt nicht. Kriegen wir jetzt hier... Die Straßen sind nicht mehr sicher. Kriegen wir eine Waffe von dem? Er hat aufgehört zu atmen. Tatsächlich! Wir kriegen sein Schrotgewehr. Alles klar. Und lauf! Lauf! Einfach hier rauslaufen, Leon. Komm, einfach hier rauslaufen. Das war Munitionsverschwendung, aber wir haben eine Shotgun. Aber wir haben eine Shotgun. Boah, Gott sei Dank. Okay, ja, ein Magazin habe ich jetzt verballert. Aber wir sind noch im grünen Bereich. Okay. Ein Magazin verballert, aber eine Shotgun mit 4 Schuss haben wir. Ja, das ist so, ich weiß nicht. Das war eigentlich ein ganz guter Handel, finde ich, aber gut. Ah! Guck mal, die spielen da Basketball. Ja, sollen wir mitspielen? Warte mal, ey, geh doch da rein, Leon. So, mitspielen, Leute, mit den Zombies hier. Nee, lass mal. Ich drücke immer Select, aber das Menü ist auf Kreis. Das ist, da muss ich mich noch gewöhnen. Da kommen wir tatsächlich rein irgendwann, ne? Ah, okay. Aber lass die erstmal da. Boah! Oh Gott. Boah, da habe ich mich jetzt echt erschrocken. Aber wartet mal. Kann ich die wirklich platt machen? Noch mehr Patronen! Kriege ich hier noch mehr? Nein, okay. Die muss ich, glaube ich, tatsächlich platt machen sogar, weil ich möchte da mal reingehen in den Basketballkorb da. Schieß da weiter drauf, Leon. Okay. Ihr seht's, ne? Die haben auch wieder hier diese Blutlachen. So. Der hat immer noch keine Blutlache hier. Mensch! Jetzt aber. Okay, weil ich möchte nämlich gerne hier zurück in diesen Basketballbereich. Da ist noch einer drin. Aber da ist der Ball. Gibt's hier irgendwas? Wir müssen sogar hier rein, okay. Dann, okay. Bevor die uns hier nämlich treffen, schieße ich die lieber kaputt. Aber ich glaube, wir sollten hier so viel Munition wie möglich sparen. Ich drücke schon wieder Select, ne? Für die Karte. Ah, okay. Hm, Stadtgebiet. Alles klar. So, Leon. Du siehst geil. Ich finde, der sieht cool aus, der Leon. Ich weiß auch nicht. So typisch so Police-mäßig. Wo? Boah, schaut mal an. Schaut euch das an, ey. Die Grafik, die ist eigentlich nicht schlecht gemacht hier, muss ich sagen. Auch diese ganzen Details hier und alles. Step 1, Minimart. Ach du Scheiße. Da sind noch mehr Zombies. Schaut euch mal die an. Das ist ein Frauenzombie. Noch mehr Patronen. Sehr schön. Schaut euch die mal an, Leute. Das ist ein weiblicher Zombie. Geil. Die Sounds von denen hier sind einfach genial, echt. Hey, warum, was? Ah ja. Kotz mich nur an. Hä? Ich dachte, ich komme da runter. Ein Frauenzombie. Ja, ist ja gut, Leute. Ich komme hier nicht runter. Doch, ich komme hier runter. Und lauf daran vorbei. Lauf an denen vorbei. Oh, scheiße. Wartet mal. Oh Gott. Zum Glück schubst er die so weg. Leon? Geht's dir gut? Dir geht's immer noch gut, okay. Ich meine, Leute, ich spiele auf normal, ne? Ich spiele das jetzt nicht auf leicht.
Im ersten Teil wären wir schon lange orange gewesen oder so. So, was haben wir hier? Da haben wir noch mehr Zombies. Likörshop, geil. Oh, und ihr seht das, ne? Hier ist auch einer total zerfleddert. Und ja, alles verwüstet hier. Oh mein Gott! Die fressen wieder einen anderen Zombie. Wie beim ersten Teil auch. So, gehen wir mal in diesen Bus hier rein. Wir sind im Bus. Und da liegt noch mehr Muni für uns. Geil. Wir kriegen ja echt viel Muni, ne? Muni, aber keine Heilung. Verbinden, lad mal nach. Wir kriegen hier echt viel Muni. Ah! Okay, dritte Kopf weg. Oder zermatsch ihn halt. Auch gut. So. Zwei Schuss hier, Kollege. Drei. Ich zähl mal die Schuss. Vier, fünf, sechs. Okay, sechs Schuss, aber der zuckt noch. Sieben Schuss. Ach du Kacke. Was? Acht. Okay, die brauchen acht Schuss. Das relativiert das Ganze dann nochmal, ne? Ja, Leon, du guckst den Zombie an. Das ist ziemlich verstörend, ne? Und ja, Leute, das ist Resident Evil 2. Bisschen schneller auch als der erste Teil. Und aber auch actiongeladener, ne? Die Zombies hier, die sind schon viel heftiger, die Anzahl. So, dann gehen wir nochmal weiter hier. Ah, wir hören die... Ach, verdammt. Wir hören die Krähen aus dem ersten Teil noch. Oh, scheiße. Jetzt hält er sich. Ah, hier müssen wir nie wieder hin, Leute. Wir müssen hier nur einmal durch. So. Alles klar, Leute. Ach, Mensch. Ah, hier habe ich auch wieder die Option, aber nein. Wir sind im Polizeirevier angekommen. Beziehungsweise in der Nähe. Und genau, wir... Leon hält sich. Das... Ah, schau dich das an. Geil. Ist noch einer. Ich bräuchte eigentlich... Ach, ich drücke immer Pause, Mann. Ich bräuchte eigentlich... Wir sind im gelben Bereich. Wir sind hier im gelben Bereich. Ich bräuchte eigentlich ein grünes Kraut oder so. Die werde ich nämlich nicht platt machen hier, weil das, die brauche ich nicht, kaputt zu machen. So, ich weiß, dass es hier irgendwo ein Easter Egg oder sowas gab, ne? So, Leute, da ist der Eingang vom Polizeirevier. Allerdings muss doch hier irgendwo mal eine Heilung sein. So, gehen wir hier runter, bitte, Leon. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir auch nichts. Gar nichts. Okay. Dann, liebe Leute, würde ich sagen, gehen wir ins Polizeirevier. Ja, Leon, du hältst dich schon, ne? Es ist... Ich weiß, es tut mir auch leid, aber ich will halt die Heilung sparen irgendwie. Und Muni sparen vor allem. So. Dann... Rein da! Ab in das neue Herrenhaus sozusagen. Nämlich das Polizeirevier. Genau, Leute. Hier werden wir uns lange aufhalten. Sehr lange. Ja, ihr seht's, ne? Große Haupthalle. Das Abenteuer beginnt von neuem. Allerdings jetzt mit einem neuen Charakter, nämlich... Leon Scott Kennedy. Ganz genau. Gut. Dann würde ich sagen, gucken wir uns aber erstmal die Halle hier an. Ach, Resident Evil 2. Ich freue mich so. Das ist wirklich... Mit einer meiner Lieblings... Also eigentlich mein Lieblings-Resident Evil. Und ja. Ach, da ist doch so geil, dass wir es jetzt auf Deutsch haben. So, da liegt Muni auf dem Tisch. Sehr schön. Wir haben wieder... Wir haben 52 Schuss. Ach Mann, ich drücke immer die falsche Taste. Daran muss ich mich echt noch gewöhnen. Menü ist auf Kreis, verdammt. Prüfung, 9mm Parabellum-Patron. Ja, ist in Ordnung. Die Browningtons HP. Okay. So. Alles viel moderner auch hier, ne? So, was haben wir da liegen? Ein Farbband. Ja,
ganz klassisch. Wie auch im ersten Teil. Allerdings werde ich hier auch nicht viele Farbbänder benutzen. Nee, Leute. Wollen Sie den Computer benutzen? Ja, mach mal. Door, Türschloss. Verschließe Flurtüre. Türe aufschließen mit der Schließkarte. Ja gut, die habe ich ja noch nicht, ne? Nein, 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 nein. Lass mal den Computer in Ruhe, Leon. Wir gehen mal weiter. Das heißt, Türen sind hier verschlossen. Okay. Und ja, wir haben hier zwei Türen. Wir haben hier zwei Türen, ne? Oder drei sogar. Drei Türen. Was haben wir denn hier? Hier können wir sogar schon rein. Okay, Leute. Dann würde ich mal sagen, jo, geht's los. Oh, Cutscene. Hi. Was ist denn mit dir passiert? Who are you? Oh, you must be the new guy. Leon. Sorry, but it looks like your party has been canceled. What happened? About 2 months ago, there was this incident involving zombies in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything. They risked their lives to reveal the truth, but no one believed them. Not long after that, all this started to happen. Hang in there. Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But... just go. Fine. But I'm coming back for you. Just hold on. Ja, ganz genau so sieht's aus, Leute. Der hat uns nochmal die Geschichte quasi erzählt, was hier abging. Ja, sehr interessant, ne? Bitte was? Von der anderen Seite verschlossen. Wie schnell hast du denn abgeschlossen, Kollege? Naja, gut. Dann ist es halt so. Ja, wie gesagt, alles Umbrellas Schuld hier. Die ist verschlossen. Können wir da auf der anderen Seite schon mal rein, oder brauchen wir jetzt echt diese Schließkarte? Ja, wobei, die haben wir ja, ne? Elektronisch verschlossen, okay. Ja, wie gesagt, Umbrella alles schuld und die STARS-Member. Ja, die sollten eigentlich hier irgendwo rumlaufen, ne? Aber... naja, wir sind halt ein normaler Polizist, in Anführungszeichen, und haben mit den STARS eigentlich nichts am Hut. Okay. Wollen Sie den Computer benutzen? Ja. Wir haben jetzt eine Schlüsselkarte. Verschließe Flurtüre, Schließkarte. Blaue Karte benutzen? Ja. Prüfe die Karte. Jawoll! Dann können wir ja richtig loslegen hier. Aufgeschlossen. Ja, danke. Sehr schön, liebe Freunde. Aber, ich würde sagen, wir machen erst den linken Flügel. Wie es hier weitergeht, liebe Leute, sehen wir dann beim nächsten Mal. Ach, ich freue mich so. Und ja, dann würde ich sagen, liebe Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Jetzt zieht es gerne weiter den Kanal. Und beim nächsten Mal geht es dann richtig los. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.